Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS90, willkommen hier zurück auf der Erlengrad mit dem lieben Florian. Ein wunderschön. So, wenn ihr jetzt fragt, wieso der Pony so davon düst, ich habe es endlich geschafft, ein VOC einmal die Gangschaltung einzustellen. Das heißt, ich schalte jetzt hier mit Gängen und muss jetzt auch kuppeln und so weiter. Oh. Er ist ein Handreißer. Oh, nein, tu es nicht. Oh Gott. Alter. Hat mir der einfach voll die Vorfahrt hier genommen, schon gleich wieder am Anfang. Super, steil ins Video. Kann man machen. Ja. Jo. Ich hoffe jetzt nur, ich muss jetzt gucken, weil es, wenn ich Gangschaltung schalte, dann wackelt der ganze Tisch schon ein bisschen. Ich hoffe jetzt nur, das wackelt, dann hört mein Mikrofon nicht, dass der Tisch wackelt. Das soll schon der reißt sich mit Nüppel raus. Ja. So, da überholen wir jetzt halt, weil der schleicht mir zu lange hier längs, ne? Moin. Wir haben die letzte Ladung Gras hinten drinne. Die wollen wir jetzt zu Silo nochmal fahren und dann haben wir, glaube ich, alles grastechnisch weg. Oder da ist jo, das sind die letzten paar Ladungen. Na ja, genau. Perfekt. Auf die Waage, ja, danke. War ist? Auf die Waage hat er mal gesagt. Ach so. Ich passe da nicht mal drauf. Doch, aber gerade so. Ein bisschen verbremst. 12, 14. Er ist drüber hinaus geschaffen. Yes. Bremsen müssen wir noch ein bisschen anders einstellen. So. Ach ja, und wir haben in der letzten Folge auch herausgefunden, ne? Ich habe vielleicht das letzte Mal beim Auspuff auswählen. Nee, die falsche Richtung Nummer genommen. Also, ich hab den großen, sagen wir's so. Warte mal. Jo. Den bisschen größere Nummer, ne? Weil ich hab halt 40 PS mehr. So. Aber die brauchen dringend zwar schon demnächst, ne? Die schauen ja aus, du. Eieieiei. Ja, mei. Ey. Siehst du das? Ich seh's, ja. Ich drück mich da hinten rein, da passe ich erstens rein und zweitens da ist noch Platz. Ich habe zwar jetzt nicht die größte Menge mehr drin, aber da tut's schon. Oh nein! Nicht schon wieder! Aber diesmal immerhin haut nicht ab. Das ist schon mal ein Vorteil. Oh, warte, ich muss Handbremse reinmachen, jetzt roll ich hier umeinander. Da hinten sind wir. Hab ich schon gemacht. Hallo? Ich will nicht den Ladewagen auch zurücksetzen. Da ist noch was drin, dann ist das ganze Zeug weg. Ach so, stimmt. Ja, okay, wenn noch was drin ist, dann. Also jetzt erstmal das Gewicht hier. Das hätte ich da stehen lassen, aber gut. Das ist mein Ladewagen. Ich brauche noch das Schlepperdreieck. Ja, warte. Ich versuche das gerade zu treffen. Du kannst mit Tab aufgetroffen. Ja, ich weiß, aber das dauert immer so lang. So. Steier hast du schon, oder? Steier habe ich schon, ja, der steht schon da. Oh. Hm? Ich weiß nicht, ob wir an den Ladewagen wieder rankommen, ne? Ach doch. Das steht. Schwierig, ja, ne? Ich warte hier auf dich. Oder schaffst du es alleine? Ich bin unterwegs, ich weiß es nicht. Ich habe mir das nicht angeschaut, ne? Ansonsten muss halt. Ich habe mir nur gedacht, warum fährt er nicht mehr vorwärts? Ansonsten müssen wir halt ganz kurz... Ich fahr rückwärts, die Reifen drehen sich nicht mehr. Vielleicht FL dran machen. Ja gut, eine schwierige Situation. Kann man nicht anders dazu sorgen. So. Ich bin richtig böse. Da war es Stopp stellt und ich habe nicht gestoppt. Geht doch nicht hier, Mann. Was sind wir denn? Jetzt fahrt der schon. Jo. Oh, ich dachte, durchs Zurücksetzen ist er sauber geworden. Er schaut immer noch aus wie vorher.
Hm. Ah, da kommt Kreisverkehr, oder? Nee, noch nicht. Erst später. Schön den Tempomat ausnutzen. Da kommt Kreisverkehr. Ja, der fährt rechts hoch. Ach, oh. Ja. Oh, schön. Ich weiß nicht, ob, also... Ich weiß auch nicht, ob ich den da jemals wieder rausbekomme. Ja, es ist eine schwierige Sache. Ey, muss ich schauen, jetzt mal waschen, der schaut ja aus, das ist schon nee. Kann ich doch nicht rumfahren. Jetzt mal ehrlich, Jungs, das geht nicht. Flo? Ich sag's ungern, ne? Aber entweder wir haben ein Problem. Oder wir haben ein Problem. Das Problem bestünde in mit was? Ich kann den Ladewagen nicht anhängen. Ja, ich weiß, ich mach dir kurz FL fahren, anders wird das Ganze schwierig. Dann mach an. Ja, warte, ich fahr gerade nochmal schnell zum Kehrer. So, bin da, Gang raus. Und bremsen. So. Anbremserin. FL. Ach ja, wenn du ja jetzt. Ist an. Stehen bleiben willst, musst du ja auch auf Kupplung gehen, gell? Ja, ich weiß. Soll ich jetzt nicht mal nur Bremse drücken? Dann passt das schon, nee. Du könntest natürlich auch noch auf Automatik gehen. Könnte ich noch, ja. Wäre noch eine Option. Richtig schön Motor auch rauswaschen, ja. Ladewagen. Ja, wir haben mal kurz getauscht. Dass jeder mal den Beiachser fahren darf, wie sich der so bei mir verhält. Und ja, man muss schon sagen. Ach ja, wir wollten noch einen Ladewagen mit draufnehmen, ne? Stimmt. Eigentlich schon seit 3 Folgen. Egal. Da tut's aber nicht. Ich hab 3 Liter Gras noch drin und kann die nicht ausladen. Ja, ich weiß, das ist irgendwie so ein Bug. Lass die einfach drin. Die verschwinden dann beim nächsten. Wir gehen dann beim nächsten Mal mit raus. So, den Betrag abwaschen, der schaut ja auch aus. Nee. Alles schmutzig hier. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt noch das Heu. Was sollen wir mit dem Heu machen? Verkaufen oder? Wie viele Liter haben wir denn überhaupt noch? Warte, wir haben glaube ich noch viel. Ich glaube 80.000 haben wir mindestens noch, oder? Ich habe mal einen großen Schwung verkauft, also. Also, warte mal, wir haben. Das ist normalerweise Stroh, soweit ich weiß. Stroh haben wir noch 190.000 Liter und Heu haben wir noch 70.000. Nee, warte. Kann das stimmen? Was denn? 6.978 Liter? Oder warte, was ist jetzt wach ist gleich wieder? Das ist Gras, ne? Das war doch Stroh. Und das war Heu. Oder täusche ich mich da gerade? Ja, sehen wir dann, wenn ich dann ranfahre. So. Ach, den können wir später auch noch sauber machen. Wir müssen jetzt schauen, wenn wir das Heu heimbringen und dann unsere Felder nochmal pflegen und da kann es eigentlich schon wieder den nächsten Tag gehen. Das Ganze ist an sich eigentlich sauber. So. Ich sag's mal so, ich bin gleich daheim. Ja, ich bin gerade auf dem Weg ans Feld ranzufahren. Uiuiui, der schwankt ein bisschen. Also, nicht nach rechts oben schauen. 63? Ah, vielleicht. Er fährt 20 km/h schneller, als er normalerweise gehen würde, aber der hat auch große Reifen drauf, das passt schon. Das hat alles seine Richtigkeit, ja. Fange ich den hier am besten an? Ja, am besten da, wo ich schon anfange, ne? Ah, moin, da hinten bist du, ich hab dich gesehen. So, jetzt Handbremse riechen, weil sonst rollt er wieder weg den Bergen, oder? Und das wollen wir nicht. Oder bin ich auf jeden Fall nicht. Wir müssen ja noch. Oh, nee, stopp. Wieso ist jetzt gerade egal? So, und let's go! Ich schaff das! Ja.
Ich sehe dich da nur so durch diesen Zaun durchschießen. Was für ein Zaun? Oder Zaun, Hecke. Da haben wir ich gar keinen von hinter. Jetzt nimmt der meine Schwarte. Da habe ich schon hingeschaut. Geh weg, meine! Hallo! Dann lasst er auch... Jetzt sagt der Extrick, das ist mein Hund, dann lasst er noch was liegen, auch oh noch. Oh Mann, das geht auch nicht hier. Ja, Mann, uns geht's Mann, gut. Mann. Ey. Der VW besoffen, ey. Was? Das stimmt nicht. Ich bin nicht letztens in die Hecke reingefahren. Was für eine Hecke? Ich hab das nie rausgeschnitten bei. Den Zaun und dann die Hecke. Hä? Wo? Also, gestern. War da was? Ja, ne? Ganz dunkel kann ich dir aber erinnern. Das war aber nicht. Also, das war mein Controller. Ich sag's nur so, ne? Ich brems nicht. Oh, hallo? Du musst bremsen. Oh Mann. Ach, geht doch. Oh ne, oh ne, oh ne. Was machst du da hinten? Oh, ich wollte umdrehen. Der Ladewagen ist ein bisschen eingeknickt. So. Ja gut, ne? So, jetzt passt hier wieder. Kann eigentlich hochschalten. So. Ja, zwei Leute auf einer Wiese, ganz schwierige Sache. Ganz schwierige Sache hier. Aber wir schaffen's. Ist auch so klein, also man ist klein, aber ja. Ist halt auch so eine kleinere. Ach ja, wie viel Liter Heu haben wir jetzt noch im Lager? Also warte, das ist diesen mit diesen Strichen. Mit diesen W's oder M's oder was das ist. Ich guck schnell nach. Noch 6000, 7000 Liter. Ja, schwierig. 70 oder 7? 7000. Aber wir haben ja auch noch Ballen. Ja, komm, lass verkaufen. Ja, um so viel fressen unsere Chefin eh nicht. Um ehrlich zu sagen, wir brauchen Skill. Also, das. Da kommen wir nicht drum rum. Wir haben zwar momentan nur 80.000, was? Bei uns. Also, wir hatten selten so lange so einen hohen Kontostand hier. So, weil so, ich muss jetzt auch schon gleich runterschalten. Oh mein Bremses, Alter. Ja. Ja. Schwierig, sagst du. Ja, erst den Gang einlegen, dann machen wir hier mal. Ja, auch so. Oh, jetzt hat's geht passen. Ab. Jetzt geht ab, da. Alter, den Sperren drin. Also, ich hab grad bloß die Sperren drin, ne? Beziehungsweise die Hinterradsperre, weil die Vorderradsperre bringt mir ohne Allrad nix. Ja. Nimmt, ja, nimmt er mit. Jetzt sammelt er das da nicht auf. Jetzt auch. Also für so steile Hänge ist der große echt nicht so optimal. Der nimmt ein paar Sachen nicht so ganz mit. Was ich aber auch verstehen kann. No, no, tu's nicht! Wow. Hier ist ein Teil nicht geschadet worden, gewendet worden, Flo. Wo? Ich war nicht am Wenden. Oh, ich stehe wieder. Ja. Aber mein Tank ist leer. Was? Ja, ich habe das gleiche Problem wie du vorhin gerade. Ich traue mich irgendwie nicht abzukuppeln. Ich kuppel vorher mein vorderes Ding ab. Okay, jetzt schadet er wieder. Ich muss ihn abkuppeln. Er tut mir leid, aber es ging nicht anders. So, warte, wo ist er? Er da steht am Baum! Ich hab ihn! Am Baum. Oh. Ich steig doch Baum. Aus! Ich bin doch ausgestiegen. Er steht doch so. Sicher. Okay, wo ist er? So, heute reicht er wieder. Oh Mann. Aber hä? Aber der Tank war doch nicht leer, das kam vom Scharren. Ja, ich weiß. Das ist immer ganz. Und wieso kann ich ohne Gang fahren? Das freue ich mich auch. Egal. So, Allrad. Machen wir aus. So. Sollen wir jetzt erst einlagern und dann verkaufen, oder? Weil wir haben zwei größere Hänger. Wie meinst du? Zuerst einlagern und dann verkaufen, nachdem wir fertig sind, oder gleich alles verkaufen?
Ich würde sagen, beides gleich verkaufen. Das lohnt sich nicht, wenn wir jetzt am Lager ein paar Mutants wieder rausholen. Finde ich. Und warum? Weil wir hätten zwei Hänger, die sind größer jetzt. Die sind halt noch nie wirklich benutzt worden. Also stimmt, die zwei haben wir jetzt. Ja, okay, ja. Dann könnten wir es eigentlich schon mal machen. Und wait. Ah ne, der Preis ist konstant. Ja, da fährt einer mit den zwei Hängern. Ey, wenn man Gas gibt und die Parksperre drin hat, während man ableitet, ladet man schneller ab. Echt jetzt? Ja. Okay. Ist mir zwar neu, aber cool. Habe ich gerade rausgefunden. Einmal so ganz random. Zuerst geht die Prozentzahl so dumm, dumm, dumm. Ich hab dann mal Gas gegeben, dann war's dumm, 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 dumm. Okay, muss ich gleich mal selber ausprobieren. Aber klar, gibt schon irgendwo Sinn, muss man sagen. Oh, Zug. Nein, ich werde nicht aufgehen, oder? Wenn noch ein bisschen Rolle. Oh, geht's sogar. Kommen du nix in der Bau. So, hier rein. Zeig in der Bau. Ladewagen müsste nur irgendwo da hinten oben stehen. Ja, da steht er ja. Du, da steht ein Ladewagen und ein Gewicht mit. Ja. Achso, das ist das Gewicht hat er mitgenommen. Wem so. Gehört denn das? Mir. Wem wohl? Hm, schwierig. So. Warum geht denn jetzt so in die Knie der Steier? Es geht eben, ne? Also, wollen die nur mal so betont haben. Hm. Ja, das Problem mit dem. Ist das nicht das Problem mit dem Ladewagen? Der hat doch schon mal ein bisschen Probleme gemacht, oder nicht? Nee. Ne, da? Das sind irgendwie zu weit Boden in der Last, war ich der Meinung. Aber kann mir, er kann auch. Das war beim Großen. Ach, stimmt, das Problem hat tatsächlich dann ich nicht. Ja. Es backt ein bisschen, also es hängt ein bisschen bei mir, ne? Ja, vom Flüssig, von wie flüssig das Spiel läuft, meinst du? Nee, genau jetzt weiß ich wieder, was sie nämlich war, weil ich habe hier geschwartet und du hast hier gewendet und dann hast du hier einen Teil liegen lassen, den habe ich dann aber mit zusammen geschwartet. Als hat der die Kann Bahn. Sein. Ich fahre gerade so schön in die Bahn rein und immer so, oh Scheiße, da kommt einer entgegen. Oh Mann. So, aber hier. Du musst mal deinen Eckstein wieder aufladen, ne? Nee, die können wir mit aufnehmen. Aber dann wird's zum Schluss noch. Nee. Das ist. Das kommt immer drauf an, wenn wir jetzt zum Beispiel nur schon Viehzeller Stroh drin, Heu drin hätten und dann halt ins Gras reinfahren, dann geht's ins Gras über. Also es geht immer, wie viel Prozent mehr drin ist. Wenn jetzt mehr Prozent Heu drin ist, dann wird das Gras in Heu oder bleibt's Heu. Und wenn jetzt mehr Prozent Gras drin sind, ja, dann sollte nichts passieren. Ja, oder wenn es auch weniger sind. Weil das ist ja nicht viel. Ja, es war nicht viel. Nee. Ist aber so Viehzeller. Ich wollte gerade fragen, ob ich mit meinem Unitruck das Zeug dann verkaufen fahren darf, ne? War da was? Lindner und hier und schwierig? Kann ich mich so ganz dunkel an was erinnern. Lindner hier, schwierig, teuer. Aber Alter, die haben immer noch sau viel gebracht, ne, vom Geld her. Dafür, dass er beide über 6 Stunden hatten, ne? Ne, der Lindner hat, der Lindner hat die 10. Ach, jetzt bleibt hier so ein Viehzeller Flacker. Na, ich warte dann hier auf dich, da nimmst du die Hänger, oder? Ja, du hast sie reingepresst. Da war was, ne? Au, oh, Scheiße! Hast du dich an Ballerina an? Nochmal Motor, ne, warte, ich kann nicht hochfahren. Was war die denn hier unten? Warte, dann stelle ich den Ladewagen ab und häng schon mal versucht die Hänger rauszuholen. Weil hier liegt noch so eine Bahn. Ist der starke Bauer noch an?
Oh ja, ist er. Okay, ja, okay. Achso. Wollte gerade ausbauen und dachte, und dann habe ich mir gedacht, ach so. Ja, ich lasse ihn an. So. Bauen wir mal hoch. Dann hole ich mir den kleinen und mache nochmal die Rest weg. Ich krieg den da nicht rumgezogen, ne? Schwierig. Aber wir brauchen da noch einen guten Platz für die, wo wir die hinstellen. Wollen wir die irgendwo beim Kuhstall daneben ranstellen? Und diese überdachte, doch ein bisschen überdacht. Halt die hier rechts, wo ich den Weg längs gezogen habe. Hätte jetzt ich gesagt, könnten wir sie hinstellen. Oh yes! Weil da würden sie halt nicht stören. Wo? Da hinten, also jetzt gegenüber von mir. Warte hier. Wir müssen hier mal aufräumen, ne? Mhm. War schon gut, da drüben steht der Leiber. Der steht schon zum Waschen bereit. Also ja, wir brauchen den ja noch, da liegt ja noch wieder was. Ja, nimmst du den gleich? Ja, wenn ich vorbeikomme. Oh Gott, so. Hab's geschafft. Sieht so minimal angeeckt, aber da kann man noch. Das kann man noch, das geht noch. So, Rückwärtsgang, Reini. So. Geil ist ja auch, außen ist alles dreckig, ne? Hier innen drin, alles sauber. Schwierig. Schwierige Thematik. Außer die Plastikteile. Hä? Keine Fragen. LS-Physik. Außen schaut aus, als wenn er in ein Schlammloch fallen wäre. Innen ist alles viel zu blank. Haben wir da auch schon geklärt? So, kommen wir heute. Naja, wir knapp 3 Minuten. Wir schaffen ein Patronenbahn, schaffen wir derzeit. Du könntest den vielleicht einmal noch. Ach, wir können den ja gerade auch nicht schmelzen. Echt? Ja. Brauchen die entweder. Könntest du den vielleicht mal nochmal einen Heuball hinstellen? Jo, mach ich dann, wenn das hier. Sei dort liegen lassen. Dann hol ich dann nochmal beim Zurückführen. Ich muss mich ja schon ein bisschen dran gewöhnen, hier jetzt Kupplung drehen und schalten und so weiter. Boah, Hebeler, hochschalten. Das ist schon wieder was ganz anderes jetzt hier. Dann mache ich mal Liste schalten müssen. Ich fahr zur Scheune, oder? Ja. Da gibt's ja. Ich hab 42.000 Liter drinnen, ne? Wie viel? 42. Haben wir so viel runtergeholt jetzt? Also, er hat die Hänger halt voll gemacht. Mit Heu? Ja. Ja, aber hatten wir nur so viel im Lager? Anscheinend schon. Oder beziehungsweise haben wir gerade so viel von der Wiese runtergeholt? Hätte ich jetzt gleich gedacht, aber gut, ich hab da nichts dagegen, ne? So, dann lade ich das nochmal ab. Ich weiß nicht, ob das gesund ist, aber die Hänger sind auf 40 zugelassen. Und ich überhole zwei Autos gerade mit zwei Hängern und 40 km/h mit dem Steuer. Hm. Langes Gespann, überholst. Ja. Ganz schwierig. Ich hab ein Auto ausgebremst, aber volle Möhre. Oh. Weißt du, was auch jetzt schön ist? Hm. Wenn wir vorne in der Linie stehen, können wir nicht halten, weil. Also. Wenn wir halten müssen und die Schranke runtergeht, haben wir verkackt. Also, ja. Das ist schwierig. So, ich pack jetzt. Ja, ich pack den doch. Wir müssen hier so dringend aufbauen, das glaubst du gar nicht. Ich pack den jetzt hier vorne hin, da steht er nicht mitten im Weg. Dann hole ich mir meinen Ladewagen, der muss doch nur da vorne stehen normalerweise. Ja, da steht er auch, der Gute. Wunderbar. Wie kann man die Abskippseite eigentlich wählen? Mit U.
Also ah, ja, auf genau. der Statue. Wie sie zum Controller ist, weiß ich nicht. 2000, war das jetzt ein Anhänger, oder? Das war jetzt ein Anhänger, ja. Glaube ich, gab schon mal besseren Preis. Wie viel gibt's denn überhaupt gerade für heute? Gar nicht geguckt gehabt. 160 oder sowas. Oh ja, doch, gar nicht so schlecht. 100 Euro. Ich hätte jetzt gedacht, der ist dann wahrscheinlich niedriger, aber 160. Ich weiß gar nicht, ob der beim letzten Mal so hoch war. Ich war der Meinung, dass es nicht war. Aber ich kannte. Aber der Zug ist auch wieder fleißig on the road. So. Kommen tut diesmal kein Auto, was uns irgendwie abdrängen könnte. Dann passt's. Nochmal 2000, da komme ich nochmal mit 26.000. Wahrscheinlich auch nochmal so um die 2000. Vielleicht ein bisschen mehr. Aber in der Rest lassen wir da drin liegen, oder? Ja, weil das lohnt sich jetzt nicht mehr. Das ist jetzt, wäre jetzt vielleicht. Wir sind jetzt noch drin, vielleicht 10.000 Liter so was. Würde ich geschätzt sagen. Ein bisschen mehr. Und das reicht völlig aus. Wir sind irgendwie, hauen einen Ballen meistens, einen Heuballen meistens rein. Und das sind. 4000 Liter und da sind die Schafe meistens schon komplett versorgt damit. Und moin, es ist gerade mal 6 Uhr abends und ich sag moin, läuft. Kann man machen. Ach stimmt, wir müssen ja da hinten in die Ecke rennen, ne? Da war ja was. Ich bin hinten rumgefahren mit dem Verdrehschimmel. Ja, ist. Aber die laufen schön nach, ne? Ja. Ich muss dir dann waschen. Was ein Steuer. Kann ich auch nicht hin tun. Ja, die sind minimal dreckig. Minimal. So, dann die Gucken wieder runter schauen. So. Da ist ein Start. Nee, normaler Zaun. Aber da bin ich trotzdem. Ich könnte zwar locker umfahren ohne Probleme, aber Kratzer verursacht es dann trotzdem. Ne? Da will ich jetzt nicht gerade noch machen. Wieder noch mal vorfahren. Mach ja kein Kratz in den neuen Ladewagen rein, ich sag's dir. In den neuen Ladewagen, du bist in die Hecke gefahren, mein Gott. Jetzt war mit dem Steuer. Und außerdem. Der Ladewagen ist dann nur drüber gerollt, ja. Ja. Was ist? Das Ding war die eh abgemäht, ha. So. Es war bloß eine Anzeige, dass die so hoch ist. Ja, nee, schaffen wir nicht auch noch. Ja, 85.000. Easy. Das ist doch ein ganz gutes Tagesziel, dann haben wir. So, zack. Ich glaube, das passt. Sondern unter welches war das jetzt? Bei unserem Kuhstall rechts. Also wenn du bei unserem Haus vorne bist, dann rechts. Diese Baumallee da längs. Da hätte ich sie hingestellt. Weil da stören sie nicht und da fahren wir eh so gut wie kaum. Einen richtigen guten anderen Platz für die haben wir aber nicht. Die Wahrheit. Der Zug kommt nicht, wunderbar. Dann schalten wir in die 5. und dann können sie mit 43 km/h wieder zurück nach Hause gehen. Aber ja, wie gesagt, wir dürfen uns dann fürs Zuschauen auch schon wieder bedanken, denn wir sind für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent. Unten den runden Knopf drauf werden, falls noch nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erlen, gerade immer das neueste Alpine, jetzt zusammen mit dem Philipp. Und bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.